Eine Verlängerung des Lockdowns bedeutet für viele den Ruin. Und alle Infos rund um UFO-Sichtungen gibt's jetzt zum Downloaden. Das und mehr habe ich im neuen Push-Update am Vormittag für euch. Die Angst vor einem noch längeren Lockdown ist groß. Eine Umfrage der Krone zeigt, die Hälfte der Menschen in Österreich hat bei einer Verlängerung Angst um den eigenen Job. Unternehmen fühlen sich von der Politik im Stich gelassen. Die Krone hat einige Stimmen zur Situation zusammengefasst. Matthias Winkler von den Sacher Hotels meint zum Beispiel, unsere Mitarbeiter sind seit Wochen nicht im Unternehmen. Ihre Hoffnung schwindet, Angst macht sich breit. Wir müssen so bald wie möglich sicher aufsperren. Und auch Nina Stift, Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Niederösterreich, ist der Meinung, der Handel ist nicht schuld an den steigenden Infektionszahlen. Die Regierung hat ja zu Jahresbeginn die Senkung der Tamponsteuer beschlossen. Juhu, große Freude und so, aber der Schein trügt. Jetzt hat sich nämlich herausgestellt, dass Slip-Einlagen davon ausgenommen sind. Ja, und der Grund ist, naja, laut offiziellen Begründungen des Finanzministeriums sind Slip-Einlagen nämlich produktspezifisch grundsätzlich nicht für die Verwendung während der Menstruation gedacht. Oder auf gut Deutsch, wir hatten keinen Bock, uns an das zu halten, was wir eigentlich versprochen haben. Ja, das kann definitiv nur eine nicht menstruierende Person entschieden haben. Schließlich gehören Slip-Einlagen zu den meistgenutzten Produkten während der Periode, bestätigte auch Bettina Steinbrugger, Gründerin und Geschäftsführerin der Erdbeerwoche GmbH. Das ist ein Portal mit regelmäßigen, Menstruationsinfos. Der Hersteller von Computerzubehör Razer ist bekannt für Gaming-Produkte. Jetzt haben sie mit ihrem Project Hazel aber eine smarte Atemschutzmaske vorgestellt, die mehrere Probleme vom uns bekannten Mund-Nasen-Schutz beheben soll. Project Hazel hat so abnehmbare und wiederaufladbare Ventilatoren, die mindestens 95% der Luftpartikelchen filtern. Nach dem Gebrauch gibt man dann einfach diese Ventilatoren in eine Schnellladebox, die mit UV-Licht auch gleich alle Viren und Bakterien desinfiziert und die Filter außerdem reinigt. Ja, außerdem ist die Maske transparent und hat auch ein integriertes Mikro, so wird dann die Kommunikation auch wieder ein bisschen einfacher. Will man es ganz basic haben, kann man sogar Beleuchtungszonen aktivieren, die mit 16,8 Millionen Farben dynamische Lichteffekte haben. Und es bleibt spacig, und zwar so richtig spacig. Wer alles Mögliche über UFO-Sichtungen lesen will, der kann das jetzt online machen. 2780 Seiten rund um unbekannte Flugobjekte am Himmel. Ein Paradies für alle Alien-Fans. Die Aufzeichnungen, die reichen bis in die 50er Jahre zurück und wurden vom Informationsfreiheitsaktivisten John Greenwald Jr. kostenlos zum Download zur Verfügung gestellt. Ja, unter anderem gibt es da auch strenge geheime Aufzeichnungen der CIA, also dem US-Geheimdienst. So wirklich bewiesen wird die Existenz von Aliens zwar nicht, weil es primär um die Sichtung von unbekannten Flugobjekten geht, aber trotzdem ist das Interesse riesig. Millionenfach wurde das Dokument schon heruntergeladen, die Server haben es teilweise gar nicht mehr gepackt und es gab sogar Ausfälle. Zufall oder waren da vielleicht doch Außerirdische am Start? Das war Push am Vormittag, bis gleich mit einem neuen Update.